Willkommen zurück zu Eternal Legend 2. Es geht weiter, wir sind immer noch in diesem paradiesischen Ort. Ja, und ich kann mich nicht bewegen. Doch, jetzt kann ich das. So, ja, wir haben hier noch einiges zu belabern mit den Leuten. Mal gucken, wie die so drauf sind. Ich glaube, mit dem habe ich schon gesprochen. Hat mir was halt, oder? Wir reden doch mal, komm. Möchtest du über Nacht bleiben? Ach ja, genau, der will mich nur hier zum Pennen veranlassen. Da habe ich aber keine Lust drauf. Nee, will ich nicht. Seid ihr beide irgendwie? Das kracht manchmal, ich sterbe in der Rübe. Okay, anscheinend sind irgendwie beide Barkeeper. Und das ist unser Freund, mit dem wir ja reden sollen. Deswegen hebe ich mir den für den Schluss auf. Machen wir hier weiter. Ich fühle mich richtig gut. Ich glaube, ich werde gleich erstmal beim Strand die Mädels aufmischen gehen. Yo, mach dat. Neben der harten Arbeit tut so eine kleine Reise nach Eurandos immer gut. Hier ist es einfach schön und ich denke, dass ich hier öfters herkomme. Kann man verstehen. Ich bin etwas müde. Vielleicht schlafe ich hier noch eine weitere Nacht. Jo, warum auch nicht? Bis vor 2 Bier wusste ich noch, wo ich bin. Das ist verdammte Scheiße. Okay, das ist nicht schlecht. Bis vor 2 Bier. Okay, da scheint ein großes Toilettenproblem zu bestehen. Wie lange dauert das denn? Ich muss dringend. Normalerweise stelle ich mich schon bei den Männern an. Aber der Typ kommt da gar nicht mehr runter. Aber als Mann hast du auf einer Frauentoilette nichts zu suchen. Noch nie etwas von Emanzipation gehört? Oh Mann, alles klar. Aber ja, man kann es ja versuchen. Guck mal, ich kann mich einfach vordrängen. Ha! Aber ich kann nichts tun. Kann ich da was tun? Nein. Okay. Stell dich hinten an! Bei den Männern! Ist ja gut. Ich quatsch doch nur hier ein bisschen rum. Ach ja, aber schön gemacht. Schön detailreich. Gefällt mir. Sehr lustig. Schöne, kleine, nette Ideen. So, was ist das jetzt? Hallo? Ich habe nichts gedrückt. Okay, Stadtgebiet Joran, das ist das Stranddorf. Gasthaus? Ja. Waffen? Ja. Objekte? Ja. Training? Nein. Nebenaufgaben? Es gibt eine Nebenaufgabe. Besonderheit, großer Strand, Touristenparadies, Kontinent Savia, Bezirk West-Savia. Okay, ich glaube, ich habe einen Bug. Ich habe mal. Oh Gott, das ist ja gruselig da oben. Da kriege ich. Björn, da stimmt irgendwas nicht da oben. Da habe ich gruselige Einblendungen. Ich probiere es nochmal. Ah! Des Todes. Aber es ist schön. Es ist eine schöne Idee. Das soll wahrscheinlich. Ich weiß nicht, am Anfang kommen oder im Menü, wenn man die Stadt betritt. Aber hier ist anscheinend ein klitzekleiner Bug, der das immer wieder herholt. Kann ich mich trotzdem mal ganz kurz hier umgucken? Okay, ich gehe dann halt mal. Wenigstens ist es hier anscheinend nicht wichtig. Okay, das ist mal nett. Beziehungsweise, ja, kann natürlich passieren. Das wird garantiert in der nächsten Version dann behoben sein. Okay. Ja, ich gehe aber noch nicht zu dem Typ. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Wir waren ja in den Häusern, das weiß ich noch. Mit den Ladies haben wir mal gesprochen. Oh, jetzt habe ich eine Fehlermeldung. Das könnte theoretisch an mir liegen. Ich bin mir nicht sicher, obwohl eigentlich nicht. Ich bin gleich wieder da. Yo Leute, da bin ich wieder. Und ja, es gibt ein kleines Problem. Wenn ich da nach unten laufen will, zum Strand zurück, dann kriege ich eine seltsame Fehlermeldung. Und das Spiel stürzt ab. Ich werde das an Björn dann eventuell weiterleiten. Der wird sich garantiert darum kümmern. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir erstmal nicht mehr darunter müssen. Ich wüsste zumindest nicht, wieso. Wir haben da unten nämlich alles gemacht. Gehen wir also weiter, wo wir noch nicht waren. Und das geht zum Glück. Zumindest bisher. Also alles cool. Nichts schlimm. Wird dann natürlich in der finalen Version behoben. So, hier bekommen wir 35 Gold. Ich habe irgendwo ein Kinderlachen gehört. Wo ist das Kind? So, meine Kinder spielen den ganzen Tag in der Sonne. Dabei sage ich denen immer, dass man vor allem mittags nicht in der Sonne spielen soll. Jo, dann braucht man schon eine gute Sonnencreme. Da ist das Kind. Rede mit mir. Hallo? Hallo? Was macht das Kind? Es redet nicht mit mir. Doch, jetzt. Meine Freundin spinnt total. Sie will immer nur spielen. Sie merkt es echt total voll nicht, dass ich auch mal mega richtig die Aussicht bewundern will. Das finde ich super mega dumm von ihr. Die Aussicht? Ja, gut. Ist ja auch eine tolle Aussicht. Hier 25 Gold.
genießen wir die Aussicht. Wo das Kind? Oh mein Gott! Wo läufst du denn rum, Kind? Das ist gefährlich! Ja, okay, also wir haben heute eine backreiche Folge, wie es mir scheint. Kind! Komm, ich rette dich aus dem Himmel. Komm her. Meine Freundin ist total dumm, denn die will voll nie mit mir spielen. Das ist richtig blöd. Dabei will ich endlich spielen und ihr fällt dann oft gar nichts ein. Ja, deswegen laufen wir im Himmel umher. Das ist viel cooler. Aber sie hat eine tolle Abkürzung auf dem Dach gefunden. Ja, ich mache hier voll das Bug-Using gerade. Es tut mir leid, aber man muss ja die Möglichkeiten austesten. Vielleicht finde ich noch einen ganz geheimen Ort, wo ich noch gar nicht hin soll. So das Endgame oder so. Nein, okay, lassen wir das Kind. Also es kommt auch jetzt, ne? Wenn ich das jetzt erst gesehen hätte, würde ich mir vor... wie kam das Kind denn aufs Dach? Das kann doch gar nicht angehen. Und ja, es kann aber auch über Berge laufen. Komme ich hier runter? Na, fast. Ja, es ist halt... ne, sowas kann passieren. Gut, beenden wir die Irrfahrt. Dann haben wir auch diesen Bug gefunden und er wird bereinigt sein bis dahin. Wir gehen dann mal... Nee, das Haus, du solltest mehr auf deine Kinder aufpassen, ganz ehrlich. Also dein... Vor allem die eine da oben. Das ist, ne, sehr... Da rennt sie rum. Das ist ja... Furchtbar, furchtbar. Okay. Genug. wir gehen weiter. Wahrscheinlich geht es jetzt erst weiter, wenn ich mit dem Typen spreche. So, Jorandos Hütte. Ich gehe erstmal alleinig hoch. Aber, ach nee, das hört ja noch gar nicht auf. Stimmt, Jorandos Nord. Hier können wir uns immer noch umgucken. Unglaublich groß, die Stadt. So, das Schild darf ich nicht lesen. Okay, dann halt nicht. So, wieder ein Bürgerhaus. Hallo. Meine Frau übernachtet bald noch auf dem Balkon. Sie kann sich jetzt gar nicht mehr von diesem Blick trennen. Dabei will ich doch unbedingt mit ihr zum Strand. Verdammt. Ach, irgendwann wird es auch auf dem Balkon langweilig, oder? Wir können hier mal einen Besuch abstatten. Aber jetzt hole ich mir die Kiste. Ein Fertigkeitspunkt erhalten. Ja, das ist ja mal nett. Sehr cool. Einfach so. Hup. Okay, der Balkon. Hallo. Können wir reden? Hallo. Also, ich treffe irgendwie die Leute heute nicht. Ja, das liegt daran, weil ich heute mal mit der Tastatur spiele. So. Hier hat man eine prima Aussicht. Meiner Meinung nach hat es sich wirklich gelohnt, nach Jorandos zu ziehen. Jo, und da ist nochmal eine kleine Abstellkammer. Aber nichts für mich, gut. Und dann mal weiter. So, wo habe ich denn... Ach, die Uhrzeit läuft noch gar nicht. Aber ist egal, da unten habe ich auch eine Uhr. Gut, wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit, aber wir werden wieder runtergehen. So, ja, dann gehen wir mal. Mal gucken, was das Viertel noch so mit sich bringt. Außer ein Haus. Hier, ein Waffenshop. Oh, das ist aber gerade ungünstig. Ich habe doch kaum Geld. Na toll, jetzt kommt der Waffenshop. Jetzt, wo ich fast pleite bin. Hallo, redest du nicht mit mir? Doch. Willkommen im Waffengeschäft von Jorandos. Für etwas Geld könnte ich eure Waffen verbessern. Zudem hoffe ich, dass ihr die entsprechenden Materialien habt, damit ich eine bessere Waffe herstellen kann. Okay, das haben wir ja eigentlich erst im anderen Dorf gemacht. Ich vermute mal, dass da jetzt nichts Neues geht. Wir haben zwar ein bisschen was gefunden und sind ja ganz schön stolz drauf, dass wir, glaube ich, alles einmal auf Level 2 gebracht haben, wenn ich mich nicht irre. So, hier mal switchen. Ja, alles ist auf Level 2. Das Einzige, was ich im Überfluss habe, ist das und das Rote. Aber das wird hier. Hier, das Katana von wem eigentlich? Von Hikari. Das könnte ich auf Level 3 bringen, wenn ich es richtig sehe. Ja, dann tun wir das doch mal in Gold. Hoffentlich reicht das auch. Ich probiere es einfach mal. Aufrüsten bitte. Katana wurde verbessert. Yeah, jetzt schon auf Level 3. Und es scheint fast so, als ist Level 3 auch die Endstufe. Mehr geht nicht. Sehr schick. Okay, kann natürlich sein, dass es in der vollen Version, dass es da dann weiter ausgebaut wird. Das ist möglich. Aber gut, bin ich mal auf den Schaden gespannt. Wir haben noch nicht mal den Schaden von Level 2 gesehen, weil wir ja
so viel hier in den Dörfern rumschlendern. Magiertrank da oben, aber ich glaube, das war es nun endgültig. Wo geht's denn hier raus aus dem Dorf? Wo ist denn diese besagte Höhle? Oder? Na gut, reden wir erstmal mit dem Typen, der wird es hoffentlich wissen. Hoffentlich muss ich da, finde ich, doch nochmal darunter. Na gut, ich muss irgendwann darunter, weil Schifffahrt und so. Aber jetzt erstmal nicht. Schön, dass ich euch vertrauen konnte. Also, ihr wollt genau wie ich sicher, dass die Sache mit dem Schatz schnell erledigt ist. Natürlich. Es gibt in der Nähe der Stadt eine kleine Höhle, die wie erwähnt nicht sehr gefährlich ist. Vorausgesetzt, man scheut keine Kämpfe. Dort findet man ein altes Relikt, welches ich gerne hätte. Noch irgendwelche Fragen? Nein, eigentlich nicht. Gut. Wir treffen uns wieder hier im Gasthaus. Okay, das alte Relikt, was hier eine persönliche Sache ist, was nach wie vor meine Vermutung ja ist. Ja, wo ist jetzt die Höhle? Also er hat ja gesagt, im Norden vielleicht. Ich guck nochmal im Norden. Ist doch klassisch, ne? So eine Höhle ist doch garantiert irgendwo hier im Norden. Die sehe ich bestimmt erst jetzt. Vielleicht da ganz oben? Nein? Oder da links vielleicht? Nein. Oder doch eher ganz woanders. Also hier ist jedenfalls keine Höhle. Ich rede einfach nochmal mit ihm. Das soll es mir nochmal genauer sagen. Ich rede nochmal mit ihm. So, Freund. Komm. Die kleine Höhle befindet sich in der Nähe dieser Stadt. Okay, er gibt mir keine Richtungsangabe vor. Dann gucke ich jetzt nochmal im Osten. Und ich hoffe, es ist da. Ich will nicht zurück in den Süden. Ihr wisst ja, warum. Wegen dem kleinen Bug. Dann müsste ich nämlich den Part erstmal pausieren und so. Das wäre schade. Ah, hier geht's weiter auf einmal. Gebiet wirklich verlassen? Ja. Sehr gut. Gut. Da sind wir schon mal draußen, das ist gut. Ich werde mal zwischenspeichern, wer weiß, wenn so ein Bug wiederkommt, dann bin ich froh, das nicht noch alles mal ein weiteres Mal machen zu müssen. So, das wird wohl die Höhle sein, nicht wahr? Genau. Die werden wir natürlich dann auch gleich als Gruppe betreten. Zuerst möchte ich aber gucken, ob es hier sonst nichts gibt. Ich finde, dieses Wäldchen ist verdächtig. Aber da geht nichts, okay. Ja, wie wir auf der Weltkarte oben sehen, wir sind jetzt auf diesem Kontinent ganz oben Mitte. Der ist auch ganz schön groß, muss ich sagen. Gut, also als Gruppe rein da. Die kleine Höhle. Hier wimmelt es nur so von Viechern. Thorn, drehen wir besser um. Hör auf zu jammern. Ich frage mich nur, warum es hier noch etwas zu holen gibt. Ja, er hat es doch gesagt. Es ist eigentlich nur für ihn von Wert. Also warum sollte das so sein? Oh Gott, wenn da schon was von Erdgeschoss steht, dann wird das wohl eine relativ große Höhle sein. Aber ich freue mich, endlich mal wieder kämpfen. Und ich will meine neuen Waffen austesten. Ich bin schon gespannt. So, was haben wir da für einen mutigen Krieger? Und was bist du denn? So, Echsenmensch und ein... Das sind meine! Und ein Kampfhüter. Das ist eine Neuerung. Man sieht jetzt die Namen und auch Energiebalken der jeweiligen Gegner. Das Einzige, was nicht so ganz dabei gelungen ist, dass man jetzt zuerst Kampfhüter lesen kann. Also ich würde, wenn das technisch möglich ist, diese Schrift halt immer auch vor die anderen Gegner setzen, damit man die besser lesen kann. Jetzt ist es natürlich wieder gut leserlich. Und was auch ganz schön und neu ist, ich glaube zumindest, dass es neu ist, da rechts ein ATP-System, also wer wann dran ist, das ist auch schön. Das erinnert mich natürlich sofort an Final Fantasy X oder so. Da kann man natürlich dann viel besser taktieren, wenn man weiß, okay, jetzt bin ich dran, dann erst der Gegner und so weiter. Das ist gut. Das sind schöne Neuerungen auf den ersten Blick. Gefällt mir. Gut, dann kommen wir gleich zu den nächsten.
So, da haben wir wieder drei. Seht ihr, das ist, jetzt kann man dieses Kampfbrüder halt super schlecht lesen, weil der Gegner davor steht. Vielleicht kann man das halt immer in den Vordergrund. Fände ich persönlich besser. Ansonsten ist das aber ganz schön gemacht. Vor allem die Leiste, also die Namen bräuchte ich persönlich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit angezeigt. Aber das mit der Energieleiste finde ich super. Da kann man... Oh Gott, ich bin ja tot. Shit, ich passe überhaupt nicht auf hier. Oh nein! Warte mal, was habe ich denn für sowas? Dank des Lebens, ich habe ja nur drei. Hey, und du machst das schon auf dem richtigen, ja? Gut. Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr aufpassen und nicht nur blöd rumreden. Okay, ihr habt gewonnen. Yeah, große Zunge erhalten, kriegt man von denen, alles klar. So, gehen wir mal in unser Lieblingsmenü und füttern uns ein bisschen voll. Ich mache das jetzt mal mit Objekten, obwohl da haben wir gar nicht so viel, sehe ich gerade. Egal, wir gönnen es uns heute einfach mal, weil wir es können. Alle Tränke verbraucht, so muss das. Aber ab jetzt wird wieder geheilt. Björn hat schon erwähnt, als ich zum Beispiel letztens in diesem optionalen Wäldchen mit dem Wölfen war, da hat er schon gemeint, der wird den Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen anziehen. Das war ihm zu einfach, wie ich da drüber gegondelt bin. Ja, und deswegen dürfen wir uns hier noch auf einiges gefasst machen. Auch wenn wir immer alles brav mitnehmen. Das muss ja nichts heißen. So, jetzt achte ich wieder ein bisschen auf meine Energiebalken, anstatt die von den Gegnern. Und werde jetzt zum Beispiel heilen. Also, sie können ganz schön biestigen Schaden teilweise machen. Aber schaut euch mal unseren Schaden. Was war denn das für ein geiler kritischer? Also, das war ja mal. Okay, das hat mir gefallen. So, wartet mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Du bist nicht der mit der. Ich lasse mir endlich mal merken, wer hier heilt. Oh nein, nicht töten, bitte. Ich will doch da rein. So, erste Hilfe. Regeneriert wenige Lebenspunkte. Das war das, wirklich? Na gut, wir machen es jetzt einfach mal. Ja, das ist wirklich wenig, aber hatte ich nicht noch eine bessere Heilung? Anscheinend nicht. Das ist schlecht. Schöner Crit schon wieder. Block steigern. Flammenstoß. Nee, ich hab dich nicht. Schade. Ach komm, mach mal einen Flammenstoß hier. So. Wobei, der war jetzt nicht so gut wie die Waffen. Die Waffen sind deutlich stärker geworden. Aber ich muss echt aufpassen. Oh, da kommt schon der nächste Gegner angeflogen. Das ist jetzt was anderes. Ah, okay, das sind Kampfbrüder. Machen wir sie fertig. Ja, ich hoffe es. Okay. Das ist gar nicht so einfach, Leute. Oh, jetzt nehme ich die. Ne, die sind noch nicht zuerst dran. Okay. Ah, jetzt habe ich wieder die Falschen erwischt zum Heilen. So, jetzt aber. Nein. Erste Hilfe hier. Nochmal auf ihn, bitte. Muss ich halt ständig heilen. Geht nicht anders. Okay. Aber wenn wir das immer konsequent machen, dann wird es gut enden. Und wenn ich mal vielleicht immer erst in die Technik gehen würde, und vielleicht noch in die richtige Technik, dann wird es erst recht klappen. Erste Hilfe jetzt auf Chinchi. Und dann klappt das schon. Weil ich kann nicht die ganze Zeit mit Tränken um mich schmeißen. Okay, kommt, den Mama jetzt fertig. Die halten immer noch, die halten richtig viel aus jetzt. Also es, ich will mir gar nicht vorstellen, wie die drauf sind, wenn wir jetzt nicht aufgerüstet hätten. Und wir haben Level 12 erreicht, sehr gut. Also es lohnt sich definitiv auch hier die Viecher zu machen. Okay, so. Immer noch auf Heilungskurs. Das wird nämlich schon wieder eng. Das wird verdammt eng. Ich glaube, da muss ich mal was Besseres nachschmeißen. Das ist mir nicht gut genug. Ich gehe mal zu den Objekten. Was habe ich denn noch? Konzentrierte Heiltränke. Ja, komm, gönn's dir einfach mal. Wo ich da noch den sicheren Tod sehe. Oh, das wäre nicht so schön. Techniken? Nein. Oh, die hauen so böse rein, Leute. Erste Hilfe auf ihn. Auch wenn der Crit richtig gut ist, der Crit-Status, aber... Ich will ja eigentlich die mal schön hochhalten, wegen der Motivation und so. Das mache ich aber momentan nur relativ suboptional. Jetzt dich heilen und dann sieht es wieder ganz gut aus. So. Die anderen könnte ich schon wieder heilen. Ach je. So, nee, ich muss es endlich mal mir merken, dass der ganz rechts uns heilt. Und niemand anderes. Ja, jetzt heilt er uns nicht mehr. Das war's. Super.
Oh Gott, ich glaube, ich muss noch mehr Tränke kaufen. Das wird jetzt doch eine enge Geschichte, glaube ich. Ganz schön biestig, die Gegner hier. Aber gut, es wurde ja gesagt, dass es hier sehr gefährlich ist. Und wir brauchen diesen Gefallen, wir müssen das tun. 220 Erfahrungspunkte, 360 Gold, große Zunge. Yo. So, okay, da ist mal ein Schalter. Wir haben ihn umgelegt, wissen aber nicht wirklich, was passiert ist. Komme ich da hoch? Ja. Bringt mir das irgendetwas? Nein. Okay. Dann gehen wir mal da runter. Okay, hier wird es weitergehen. Aber bleiben wir jetzt erstmal hier. Ich muss mich orientieren, wie so oft. Kam ich daher? Nee, ne? Ach, da geht's nochmal weiter. Okay. Also zwei Wege nach rechts, merken wir uns. Und hier kam ich her. Da ist auch schon der nächste Feind. Vielleicht sollte ich mehr mit Magie agieren, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich probiere es mal. Und dann haben das nicht ohne Grund. Wir machen mal einen Sandsturm. Naja, das ist eher nix. Dann mache ich jetzt mal einen Eiszapfenbruch. Crit. Das ist gar nichts, Leute. 88. Da kann ich auch gleich wieder mit den Waffen agieren. Das ist entweder das gleiche oder sogar mehr, wenn mal ein Crit dabei rauskommt. So, wer ist dran? Okay, das wird... ach nee, ich kann ja gar nicht mehr heilen. Toll. Oh Mann! Na komm, dann ziehen wir es jetzt schnell durch. Ja, da war wieder unglaublich, was so ein Crit ausmacht. Also, entweder machen wir 90 oder dann auf einmal 600. Und jetzt sieht es schon wieder böse aus. Oh oh. Oh Gott. Heiltrank. Ich muss, glaube ich, muss kaufen gehen. Das nimmt ja kein gutes Ende hier. Also, die hauen so böse rein. Objekte. Jetzt ein Supertrank. Regeneriert 30 der 8 Mana. Das ist für den ganz gut. Dann kann der nämlich auch wieder heilen. So. Letzte Ex-Mensch fehlt. Oh nein. Aber das müsste noch hinkriegen, oder? Komm, der hat nicht mehr viel. Der ist dran. Okay, er heilt doch mal den Freund da in der Mitte. So. Gut. Gut, gut. Also da hoch, ich weiß nicht, da geht's gar nicht hoch. Das sah so aus, als wären das Leiter oder so. Nee, sind sie gar nicht. Da links, was haben wir hier? Da ist nichts. Da geht's weiter. Es ist nicht einfach, die Übersicht zu bewahren. Da links ist nichts. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Da ist noch einer. Wir können ja jetzt wieder heilen. Drei Echsenmenschen. Du haust drauf. Du auch. Oh, einer ist schon tot, sehr schön. Erste Hilfe auf dich selbst. Obwohl, nee, du sollst wieder so einen tollen Trank nehmen. Du machst das auf ihn. Oh nein, jetzt ist der fast tot. Oh Gott, ey, die können so... Also... Holy... Ganz schön knapp schon wieder. Aber vielleicht ist die Höhle gar nicht so groß und wir können das mit unseren wenigen Fängen durchziehen. Ich versuche das jetzt echt durchzuziehen. Ja, die Magie. Der Trank hat es echt nicht gebracht. Der ist ja schon wieder hier, ne? Am. Okay, super Trank. Ah, ist gut. Es sind halt wirklich nur 30%, ne? Das ist nicht viel. Aber gut, jetzt steht er wieder gut da. Und wir sollten den jetzt schaffen. Ah, ständig Quits hier, das gefällt mir. Der Kampf ist vorbei! Yay! Und schon wieder eine jede Menge große Zungen. Und Shinji hat irgendwas erlernt, wenn ich es richtig gesehen habe. Muss ich dann gleich mal gucken. Ich habe wieder viel zu schnell gemacht. Okay, hier geht's weiter. Ach je. Fertigkeitspunkt. Ich glaube, die werde ich dann mal einsetzen. So langsam habe ich sie nötig. Was ist das? Noch ein Schalter? Okay.
Aha. Ah, der Zugang ist da. Und da gibt's nochmal einen Weg. Ach je, jetzt haben wir die breite Auswahl. Rechts waren zwei, da oben links und in der Mitte. Na prima. Ich glaube, ich suche mir erstmal das weniger gefährlichere raus. Ich guck, ich blinzel überall mal rein. Ja. Okay, das gefällt mir schon mal. Das ist gut. Denn das ist ein Rätsel, das könnten wir hinkriegen. So, erstmal den da hoch, dann den zweimal hoch. Und dann haben wir die Kisten schon. Ein Jägergewand, aber ich glaube, das ist nichts Neues. Und ein Jägerschill. Das haben wir doch mit Ach und Krach das letzte Mal noch zusammengespart, oder? Ich glaube ja schon. Gut, dann hat sich das schon mal geklärt. Dann haben wir, wie gesagt, in der Mitte noch eins, rechts zwei Türen. Doch, das, werte Freunde, machen wir dann das nächste Mal. Jawohl. Dann geht es hier in dieser doch sehr anspruchsvollen Höhle weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Eternal Legends 2.